Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Na? Alles gut? Ich hoffe, ihr habt die Woche ordentlich begonnen, heute Morgen. Ich habe heute einen Plan. Ding Nummer 1 ist, ich werde jetzt in mein Eisloch gehen und noch etwas Eis meinen für den Water Recycler, weil ich habe ja das ganze Trinken mitgenommen zur Orbitalbase. Warum ich jetzt eine ganze Menge Wasser produzieren will, das heißt eine ganze Menge, ich sag mal ein, zwei Inventare füll, das was da ist, dann will ich gleich gucken, dass der Crop Grower wieder was zu arbeiten hat. Und dann werde ich den Miner schnappen und eine ganze Menge Stahlplatten schnappen. Rufen wir das hier rein. Genau, du verarbeitest das dann direkt. Sollen wir nicht gucken, was haben wir hier? Ich würde mal sagen, wir produzieren jetzt eine ganze Menge Samen. Einfach so. So viel, wie ihr produzieren kann. Und bei den Kartoffeln sind das viele. Und lassen wir denen nämlich einfach mal das... Ich habe die falsche Tür aufgemacht, weil ich unfassbar gut bin. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich werde vermutlich auch die Torsteuerung irgendwann nochmal ändern, weil die mir zu langsam geht. Und ich kann mit Sauerstoff ein klein wenig verschwenderisch sein. Das ist eigentlich irrelevant, solange ich hier Sauerstoff auf... Ich habe ja hier Sauerstoff in der Atmosphäre. Das ist auf einem Planeten, auf dem ich keinen Sauerstoff habe, ein bisschen was anderes. So. Ja, dann werde ich aber den Miner schnappen und ein paar Stahlplatten in Richtung Straße gehen. Und ich will die Straße zumindest platziert kriegen, dass ich Richtung Hivebase komme. Geh mal da 100 Liter Wasser raus. Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Du produzierst noch fleißig. Ich kann hier nämlich dann so lange mal alles rausnehmen, was ich nicht brauche. Weil das gibt Platz. Genau. 30 Kartoffelsamen. Das sind schon 60 Kartoffeln. Weißt du, wie viel man damit machen kann? Ich denke, das reicht schon. man kann damit so viel machen. Und allein schon mit 12 Tomaten kann man viel machen. Weil man braucht ja auch, also 12 Tomatensamen, ne? Ja, ich denke, das reicht aus. Ich denke, das reicht aus. Das heißt, wir werfen das hier rein. Die Tomaten und die Kartoffeln, die brauchen wir hier drin dann. Ne, obwohl, die kannst du hier liegen lassen. Das ist okay. Dann kannst du nämlich einfach das mal produzieren. Ja, ich weiß, ich brauche dafür eine Menge Wasser. Das ist aber okay, deswegen produziere ich ja jetzt welches. Mal gucken, wie viel ich da reinkriege. Alles. 348 Liter Wasser kriege ich rein. Und da habe ich jetzt noch minimal Platz für mehr Dünger. Der dürfte im Ingots-Container sein. Ja, der Dünger ist im Ingots-Container. Gib den mal raus. Und wirf mal so viel, wie du kannst, da rein. Okay, der Rest liegt dann einfach hier drin. Das sollte jetzt nicht. Weil je mehr Tomaten und Kartoffeln ich produzieren kann, ja, desto mehr habe ich auch, ne, hier Dings. Warum produziere ich eigentlich 200% meines, verbrauche ich 200% meines Stroms? Warum? Die Montageanlage, braucht die echt so viel Strom? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie so viel Strom verbraucht. Weil dann kann ich nämlich hier Pommes mit Ketchup machen. So, jetzt hört auch meine Verwirrung auf. Ich hole jetzt nochmal ein Inventar voll Eis. Und dann packen wir uns ein bisschen. Schon wieder einer. Schon wieder eine Kobra. Die werden häufiger. Das ist nämlich so ein Ding. Die werden häufiger. Und das Warfare-Update ist immer noch nicht draußen. Ich habe eigentlich gedacht, sie nutzen das Wochenende, aber nein. Nein, tun sie nicht. Nun bin ich mal
Gespannt, wie lange das noch auf sich warten lässt. Halt. Hier rein. Dann nimmst du dir ein bisschen Wasser und nimmst dir Tippen und so, ne? Wir nehmen das Synthfood jetzt mit, weil das ist nicht so wichtig. Also das ist nicht so was Besonderes. Und ganz, ganz viele Stahlplatten. Die vielen Stahlplatten sind nämlich wichtig. Dann schnappen wir uns unseren Miner. Und hoffen, dass da gleich die Tür aufgeht. Und dann können wir nämlich hoch zur Straße fahren, mit dem hier immer freiräumen und dann zumindest mal platzieren. Auf der platzierten kann man ja bereits fahren. Das ist mir relativ wichtig, dass man da drauf fahren kann. Huch. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen mit Bauen und Freiräumen. Ob das überhaupt so geht oder ob ich den Miner da nochmal vorübergehend mit... Man sieht das Teil sogar mal. Das ist relativ nah an mir dran. Ob man den Miner da noch mit mehreren Bohrern ausstatten muss, dass er nach oben hin noch ein bisschen was wegmacht. Das könnte sein, je nachdem wie tief ich da in die Erde ins Erdreich reinkomme. Aber das ist mir egal. Ich will da eine Straße zur Hivebase. Wenn ich nur immer wieder Abschnitte von Straße verwende, weil das Terrain hier ist jetzt nicht so scheiße, dass man nicht fahren könnte. Nur auf den Zwischenstücken, die man halt nicht fahren kann, die will ich definitiv mit Straßen ausstatten. Zumindest mal so der Plan. Ja. Und dann die Hivebase noch so weit ausstatten, dass die arbeitsfähig ist. Und dann sollten wir eigentlich gucken, dass wir langsam aber sicher uns Richtung All orientieren. Weil ich habe hier dann eine funktionsfähige Base für den Fall der Fälle. Kann ich hier jederzeit zurückkehren. Und was tun. Also ich bin hier voll ausgestattet. Das ist ja das, was ich auf Omicron will. Für den Fall der Fälle habe ich hier etwas, wo ich jederzeit hin zurückkehren kann. Und ich habe da gerade ein sehr dummes Gefühl. Trash Cleanup räumt auch Static Grids auf. Seit wann denn das? Jo, meine Straße ist weg. Trash Cleanup sollte keine Static Grids aufräumen. Das ist jetzt enorm blöd. Moment. Trash Cleanup. Wo ist es? Trash Removal. Hier. Stationary. Oh. Stations und Powered sollte ich vielleicht auch. Ja. Ja, okay. Ich hab's falsch eingestellt. Okay, das heißt, wir müssen das nochmal neu platzieren. Umso besser, dann kann ich es vielleicht auch ordentlich platzieren. Ich meine ja nur. Dann fangen wir mit der hier an, mit der Straight Road. Und Moment, die richten wir nach Gravitation aus. Vielleicht. Und dann gehen wir hier Richtung nach oben. Ich denke, das ist nicht zu steil. Ich platziere das jetzt so, dass ich glaube, dass es nicht zu steil ist. Betonung liegt auf ich glaube. Ja. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ich das irgendwie so weit funktionsfähig kriege. Und ich nehme jetzt gleich den Miner mit. Ich muss hier den Übergang, den muss ich dann noch wahrscheinlich ein bisschen bearbeiten. Vielleicht. Oder
Muss ich das? Oh ja. Oh, das ist jetzt so steil, dass ich mit meiner aufsitze. Nee, das will ich eigentlich nicht. Das Ding ist, wenn ich jetzt da eine Slope platziere. Das Problem an der Slope ist, ich kann dann nur Slopes platzieren und nicht die langen. Ich will mit den langen Straßen arbeiten, einfach weil es deutlich weniger Blöcke sind. Außer ich platziere die Slope falsch rum. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee, die könnte funktionieren. Mich die Slope hier Richtung Berg mach. So. What? Du lässt mich das jetzt nicht platzieren. Warum nicht? Das ist jetzt total weird. Hä? Moment. Fahr mal den Miner ein paar Meter weit weg. So ein paar Meter weit weg, dass er vielleicht auch stehen bleibt. Jo, hier müsste dann theoretisch eine Tipp hin, dass ich in einigermaßen ebenen Übergang habe. Und das genauso hier daneben. Jetzt kommt aber der Punkt, der lässt mich das gar nicht platzieren. Weil die müsste jetzt geradeaus nach oben gehen. Richtig? Richtig, die geht da jetzt, also geradeaus, ja. Wisst, was ich meine? Aber der lässt mich da daneben keine platzieren. Kann ich die jetzt nur eins breit machen? Das wäre eher ungeil. Die Build States sind ein bisschen weird. Nee, das ist nicht cool. Das war auch nicht cool. Nee, der Punkt ist jetzt halt, jetzt das nochmal so hinkriegen, wie ich das hatte. Ich hatte das ja relativ perfekt. Und das ist im Grunde jetzt, Käse. Ja, dann machen wir halt so. Ich denke, das könnte jetzt besser sein. Vielleicht, eventuell. So. So. Komme ich jetzt mit dem Miner hoch. Das ist mir halt wichtig. Das ist so das Fahrzeug. Keine Chance. Ich komme mit dem hier nicht hoch. Der sitzt die ganze Zeit auf. Aber wenn ich es flacher mache, muss ich halt durch den Berg durch. Oder ist es jetzt zu steil? Das ist vielleicht ein bisschen zu steil. Okay. Dann doch weniger steil. Nein, das wollte ich nicht. Das Blöde ist Ausrichtung, ne? Das Ganze so ausrichten ist schwierig. Gehe ich da hoch? Ich mache das jetzt so. Aber ich gehe hier weiter hier rüber. Dann ist der Übergang ein bisschen angenehmer. Jetzt ist nur der Miner im Weg. Genau, jetzt sollte ich das platzieren können. Und dann muss ich wahrscheinlich doch ein Stück, zumindest ein Stück,
entweder ein Stück durch den Berg durch. Genau, so geht's. Und dann das da. Und das hier. Ja, jetzt muss ich ein ganz kleines Stück theoretisch bohren. Kann aber dafür relativ gut fahren. Und dann muss ich gucken, dass ich dem sicherheitshalber Strom verpasse. Früher oder später. Muss ich ja sowieso, wenn ich es beleuchten will. Ja, okay. Nee, dann... Ich habe gar nichts gesagt. Ich muss ja eh. Ich muss ja eh. Okay. Und das Schöne ist, wenn ich das mit dem Miner mache, komme ich da relativ schnell... relativ weit hoch. Und kann dann gleich das, was durch Wuchsel durchgeht, freiräumen. Ein unbekanntes Signal. Nett. Vorteil ist auch, durch den Winkel, den ich hier habe, falle ich nicht instant runter. Das ist auch ziemlich gut. So, und dann haben wir wieder... Na, komm on. Lass es mich platzieren. Danke. Eine Straße und noch eine Straße. Und mit der Straße kann ich dann gucken, dass das meine Hauptroute zwischen... Jetzt kommt wieder mein Hirn. Brauche ich... Oh, oh. Was? Kann mir mal bitte jemand sagen, woran ich gerade gestorben bin? Wenn ich auf der Plattform stand? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Ich bin durch die Straße durchgebackt. Glaube ich. Ich weiß es nicht ganz. Ich bin plötzlich gefallen. Und ich weiß halt nicht, warum. Also ich kann es mir schlichtweg tatsächlich nicht erklären. Ein bisschen mehr Fahrwerk. Warum ich gerade gefallen bin. WTF? Ich stand mitten auf der Straße. Sind die Build States in einem noch nicht so guten Zustand? Was Personen-Kollisionstracking angeht. Oder hat das Game gerade gemeint? Ja, nee, du bist da nicht. Du bist runter. Auch möglich. Das ist möglich. Jetzt hoffe ich erstmal, dass sonst keine Bugs verursacht wurden. Weil der Miner ist nach wie vor nicht geblueprintet. Das ist jetzt ein Problem. Okay, ich kann und werde die Straßen vorerst definitiv nicht verwenden. Die Straßen sind despawned. Komplett. Die sind weg. Während ich drauf stand. Das heißt, mein Miner hängt jetzt da oben im Gebirge drin. I call hacks. Nein, im Ernst. Ich werde den Miner mit Admin-Tools da rausholen, weil das sehe ich nicht ein. Dass ich durch einen Mod-verursachten Bug meinen Miner verliere. Nein. Vor allem muss ich jetzt zu meiner Body-Location, die ziemlich weit im Berg oben ist. Ich hoffe, mein Sauerstoff reicht bis da hoch. Das sind 300 Meter. Oh Mann. Ich hoffe, das geht. Ansonsten muss ich mit dem Schweißschiff hier hoch. Komm, lass mich hier hochlaufen. 160 Meter. 120 Meter. Da oben liegt
liegt dann auch der meine rum. Das ist natürlich Humboldt, ja, die tut mir nichts. Komme ich an meinen Body so überhaupt ran? Jo, da liegt doch meiner. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes, weil ich habe ja hier eigentlich nichts verloren. Das sollte nicht sein. Ich mache jetzt Creative Mode an und mache mich kurz unsterblich. Ich tue mal den kurz blueprinten, wie er ist, und schneide ihn aus. Das ist mal wichtig. Um an meinen Body ranzukommen, das war definitiv die falsche Taste. Hol ich mir mal kurz einen Bohrer. Hallo. Ja, von mir aus doch den, das ist jetzt völlig egal. Ich brauche kurz einen Bohrer und hol meinen Body da wieder raus. Okay, das heißt, ich kann die Straßen noch nicht verwenden, weil die einfach despawnen. Muss ich dem Mod-Aussteller mal einen Bug-Report schicken, weil das ist uncool. Deswegen bin ich kann jetzt hoffen, dass meiner nicht allzu viel beschädigt ist. Das ist so eine Hoffnung, die ich habe. Weil, ja. Und ich denke, das ist jetzt auch vollkommen legitim, dass ich jetzt gesagt habe, nein, ich mache das mit den Admin-Tools, weil da konnte ich nichts dafür, weder für den Tod noch für das Fehlen der Straße. Ich habe echt keine Ahnung, wie das passieren kann. Okay, jetzt lass mich mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier hochkam. Lass mich gucken, dass ich heil wieder hier runterkomme. Aber ich habe ja... apropos. Den mir gegebenen Bohrer werfe ich weg. Ich nehme wieder meinen. Dann arbeite ich mich hier raus. Das heißt, es gibt vorerst noch keine Straße. Ja. Dann fahren wir jetzt zurück zur Base. Holen den Miner zurück und hoffen erstmal, dass der an sich nicht beschädigt ist. Und dann... Der Punkt ist, ich überlege gerade, was wir jetzt dann tun. Da die Straße, da mein Projekt hier jetzt im Moment von der Straße abhängig ist. Ich will das nicht mit einem Miner machen, weil das kostet einfach nur unfassbar viel Zeit. Und 3 Folgen lang, wie ich mit einem Miner geradeaus durch einen Berg durchfahre, das ist wirklich jetzt nicht so interessant für euch. Und auch nicht für mich. Das ist wirklich nicht so interessant. Ich denke, wir werden dann relativ zeitig Richtung Alpha fliegen. Und ja, Richtung Alpha fliegen und gucken, dass wir dann eine neue Mining-Drohne bauen. Ich weiß jetzt übrigens, warum der Path Autominer nicht richtig funktioniert. Das kann passieren. Das ist ein Bug mit der Engine. Da gibt es einen Workaround, um das zumindest so zu fixen, dass es funktioniert. Das möchte ich gerne machen, weil den Miner möchte ich gerne trotzdem bauen und Magnesium minen lassen. Jetzt gucken wir noch beim Foodtruck vorbei. Wie geht's dir? 85%. Du hast mal wieder keinen Schotter. Ich weiß nicht, warum du dir keinen Schotter reinziehst. In beide nicht. Das ist so vollkommen weird, warum dir das nicht tut. Ja, dann lasse ich den hier mal arbeiten. Ja. Ich habe ja etwas Eis oben an der Orbitalbase. Weil ich werde eine Menge Wasser brauchen für die Kartoffeln und Tomaten. Aber das werde ich dann
oben im All tun. Ich werde auch mal gucken, ob ich noch ein bisschen Eis mitnehmen kann. Obwohl, brauche ich das? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Nee, werde ich mal gucken, ob ich irgendwas rauskriege, dass der Straßenmod vielleicht irgendwann gefixt wird oder ist es ein bekannter Fehler oder was auch immer. Und dann werde ich mich Richtung All orientieren und hierher zurückkommen, wenn ich sicher weiß, dass das funktioniert, weil ich will den verwenden. Es gab vor kurzem noch einen anderen Straßenmod, der sehr großartig war, der ist aber ganz plötzlich aus dem Workshop verschwunden und keiner weiß warum. Das ist ein bisschen schade. So. Du bist wieder gelockt. Das ist okay. Ich habe das wieder hier. Dann holen wir mal den Miner wieder. So, hast du Schaden genommen, mein Kleiner? Sieht nicht unbedingt so aus, als wäre er beschädigt. Nee, er hat es tatsächlich überstanden. Jep, er hat es überstanden. Oh doch, ich weiß, was wir tun. Wir holen eine Ladung Eis, weil wenn ich wieder ins All fliege, muss ich das Schweißschiff auf jeden Fall vorher tanken. Was heißt müssen? Ich möchte das Schweißschiff vorher tanken. Und dann nehme ich auch nochmal eine ganze Ladung Silizium mit. Einfach weil. Dann habe ich das oben. Und dann müssen wir uns oben nach allem Möglichen umsehen. Ja. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. Bau es ab. Komm schon. Ja, schön. Und ich werde, wenn ich mir noch eine Mining-Drohne baue, ich hab mir einen groben Plan im Kopf zusammengestellt, wie ich das machen kann. Ich werde die wieder rein ionenbetrieben bauen. Allerdings muss ich dann auch zeitnah gucken, dass ich definitiv an eine gewisse Menge Uran rankommen. Und dann am besten einen Arc-Reaktor bauen. Als Notstromaggregat. Also ja, Notstromaggregat. Das könnte ich theoretisch jetzt schon, da brauche ich aber eine deutlich größere Menge Silber und Schotter. Was aber alles kein Ding ist. Aber ich denke, darauf muss ich hinplanen. Ich brauche einen Reaktorraum. Den werde ich nicht außen platzieren, bei so viel KI. Ich brauche einen Reaktorraum, dann brauche ich einen Arc-Reaktor. Der kostet zwar auch viel Eisen, aber das sollte ja an der Orbitalbase überhaupt kein Problem sein. Und dann baue ich am besten nicht einen kleinen, sondern gleich einen größeren, einfach der Effizienz wegen. So einen vierfach, fünffach, ja, fünffach, komm. Das ist dann effizient. Und dann kann ich Arc-Treibstoff bauen und... Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. Ich glaube, das machen wir. Wenn ich in meine Base rein darf. Türe offen. Dann... Rangieren wir hier rein und machen das Fahrwerk wieder weich. Und dann habe ich nur noch die Scheinwerfer, die ich ausmachen muss. Prima. Sehr gut. Habe ich noch ein bisschen Eis geholt. Oh, habe ich die Tanks vom Schweißschiff auf Stockpile stehen. Ja, habe ich. Habe ich nicht? Habe ich. Habe ich wohl. 85% Sprit. Okay, er ist fast voll. Er ist definitiv fast voll.
So, dann werde ich noch... ...20 Kartoffeln, ey. Und dann nehme ich, ja... ...Samen mit. Ich nehme dann die ganzen Kartoffeln und Tomaten mit. Definitiv. Und dann werde ich gucken, dass ich nochmal ein paar Inventare voll Eis in den Water Recycler werf und auch einen Haufen Trinkwasser mitnehme. Ja, ich weiß, ich könnte das oben produzieren, aber je mehr ich mitnehme, desto weniger muss ich das Eis, das bisschen, was ich habe, auf der Orbitalbase für Getränke benutzen. Das ist halt der Hintergrund. Ja, finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich hatte jetzt gerade noch im Hirn angefangen, die Orbit, die Hive Base eigentlich nur zu einer Notfallbase umzubauen und mir einen ordentlichen Transport-LKW, ne, hier so mit Subgrids und Dinge, zu bauen, mit dem ich dann das Silizium, das ich drüben meine und eventuell auch andere Dinge, die ich finden könnte, einfach hierher transportiere. Das wäre richtig cool gewesen. Nur wenn die Straßen mitten im Bau meinen, sie müssten die spawnen, dann ist das halt eher unbrauchbar. Und mit normalen Stahlblöcken, vergesst es, da brauche ich so viele Blöcke, das dauert so ewig, das so zu bauen, das ist dann halt wieder untauglich. Das ist blöd. Huch, du duckst dich noch. Mehr Wasser. Und ja, ich hole jetzt wirklich eine Menge Wasser. Mir ist es auch egal, ob ich jetzt hier 1.500 Liter Wasser mitnehme. Was ich habe, habe ich. Und Cargo habe ich oben genug. Und kann ich ausbauen. Ausbauen, Haus bauen. Und das nächste, was ich dann tun sollte, wenn ich oben einen Notfallreaktor stehen habe und einen Miner. Ein Schiff bauen. Ein Schiff bauen. Nicht den... Also zum einen das große Schiff vermutlich zu einem Mining-Schiff umbauen. Das ist das eine. Die Frage ist, ob ich das als Priorität nehme, weiß ich nicht. Weil eigentlich sollte ich gucken, dass ich eine stabile Eisversorgung habe. Und dafür ist der Mond halt perfekt geeignet. Ich sollte eigentlich ein Schiff bauen, mit dem ich das, den Large Grid Miner nachher mit transportieren kann, zumindest oder mit andocken, dass ich mit dem Eis minen kann. Dann mine ich auf dem Mond halt zwei große Cargo-Container voll Eis und bringe die zur Orbitalbase, dann habe ich da was. Oder ich baue einen Tanker. Mach das ähnlich wie in der ersten Staffel, aber. Die Kameliad war vielleicht ein bisschen übertrieben. Auch wenn ich das Schiff sehr mochte. War ein großartiges Schiff. Aber ich habe noch nicht die... Ja doch, theoretisch habe ich die Ressourcen, um genau sowas wieder zu bauen. Mir ein Tankschiff bauen für Wasserstoff. Das heißt aber, ich bräuchte auf dem Mond eine extra Base. Vor allem könnte man sich auf dem Mond auch nach Rohstoffen umgucken. Moontrucker werden? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Lieber mit dem Mining-Schiff zum Mond pendeln oder auf dem Mond eine Base bauen für Rohstoffe und Wasserstoff. Das ist... Ich persönlich tendiere zu Mondbase. Ich möchte das jetzt in der zweiten Staffel ganz anders machen wie in der ersten. Da hatte ich ja im Grunde nur eine Base und der Rest war mobil. Will ich hier ein bisschen anders machen. Hauptbase, ja. Und die anderen Basen eigentlich eher, wenn dann zum Raffinieren und Lagern. Aber nicht zum großartig Dinge bauen. Ne, ein Subunternehmen. Nennen wir es Subunternehmen. Das klingt ganz gut. So, jetzt hole ich nochmal das Inventar.
Ja, ich denke, das Inventar. Und dann sollten wir mal gucken, wie weit der meiner ist. Und der Hund sollte da unten unter meinem Tisch seine Nase aus dem PC rausnehmen. Mein PC ist nämlich im Moment seit dem Kühlungsschaden immer noch offen. Und wenn der seine Nase in den Lüfter kriegt, dann ist das vermutlich eher schmerzhaft. So, Crop Grower, du hast nochmal 2 Kartoffeln hergestellt. Toll. Kartoffel ist toll. Ich benötige aber vorher was anderes. Du produzierst immer noch am Asphalt, ne? Ich wollte gerade sagen, ich würde das gerne stoppen. Ja, mach 7400, komm. Weil ich habe ja schon 7350. Oh Mann. So, ich sollte gleich kurz was essen. Da hat es noch Tomatensamen. Das Uran werde ich mitnehmen. Das brauche ich hier unten nicht. Und ich habe hier nur noch 6 Tonnen Silizium. Mein Hund will Aufmerksamkeit und steht momentan an der Seite von meinem Stuhl und guckt mich ganz erwartungsvoll an. Aber der wird natürlich ein bisschen gestreichelt nebenher. Tut mir leid. So. Das Uran nehme ich definitiv mit, weil je mehr Uran ich habe, desto mehr Arc-Fuel kann ich herstellen und somit den Arc-Reaktor betreiben. Manchmal hätte ich gerne einen kleinen Arc-Reaktor, so einen 1x1-Block. Der vielleicht nur 50 Megawatt hat oder so. Aber, na. Wie, du produzierst mal was anderes. Ich bin ja, da geh ja gar nicht, du. Was machst denn du gerade? Du machst immer noch Kartoffeln. Was machst du gerade? Du hast jetzt 1,3 Tonnen Trinkwasser. Ich würde mal sagen, das ist mal eine gewisse Menge. Da ich noch 500 Liter oben habe, kann ich mit dem Trinkwasser eine gewisse Weile was machen. Kommt jetzt der Punkt, wie lange brauchst du jetzt für die Kartoffeln noch? Weil dann würde ich gern vielleicht noch 1-2 Tomaten machen. 91%, na, vielleicht auch nicht. 92%. 93%, oh Gott, ist das langsam. War das schon immer so langsam? Ach, ich weiß, ja, war's. Give me ein Riegel. Genau, eine Space Meal Bar. Die lasse ich voll hier, das ist nicht so wichtig. Also, trinken brauche ich im Moment auch nichts. Alles andere lasse ich auch mal hier. Das brauche ich oben nicht. Ich nehme nur das Silizium mit. Silizium kann ich ja hier jederzeit wiederholen. Das ist ja überhaupt kein Ding. Aber für die Orbitalbase nehme ich das mit, weil ich vermute, da muss ich auch gucken, dass ich dann auf dem... nicht auf dem Mond Silizium finde. Hier dann Silizium hol und auch welches mitbringe. Hä, das sind jetzt nochmal 6 Tonnen. Das ist okay. Sagen wir mal, ich meine... Oh, die Tanks sind voll. Ja gut, wenn das so ist. Wenn das so ist. Ich verbrauche immer noch 144% meines Stroms. Okay, das ist weird. Warum? Warum benötige ich 144% meines Stroms? Mach mal da alles aus. Dann haben wir 80%. Fully recharged in 4 Stunden. Was benötigt so viel Strom? Ach, der hier läuft ja auch. Richtig. Nein. Mach die Tomaten. Gib mir meine Kartoffeln mit. Okay, ich muss dann... Ich habe ja Tomatensamen dabei. Ich muss auf der Orbitalbase dann definitiv Tomaten machen. Und dann kann ich... mir was zu futtern herstellen. Nice. Very nice. Okay.
Okay. Bin ich soweit? Habe ich alles, was ich haben will? Ich habe mein Werkzeug, ich habe meine Sauerstoffflaschen. Ich habe hier mal zwei. Ich sollte vielleicht auf der Orbitalbase noch welche machen, aber das ist okay. Ich brauche keine Munition mitnehmen. Ich habe alles oben zur Verfügung. Okay. Planänderung ist soweit klar. Dann würde ich mal sagen, Tanks entparken. Boost. Und ich beschleunige jetzt mit Absicht ein ganzes bisschen. Denn dann kann ich die Trägheitsdämpfer ausschalten und auf Flügeln fliegen. Zumindest ein bisschen. Okay, ich muss ein bisschen nachkorrigieren. Aber ich kann ein ganzes Stück. Oh, ich war Speck. Kann ein ganzes Stück auf Flügeln fliegen. Das spart Sprit und ich fliege schon wieder in den Sonnenaufgang. Das ist geil. Come on. Schneller. Ja, dann... Das ist theoretisch der letzte Planetar... Der letzte Orbitalflug des Schweißschiffs. Theoretisch. Und wenn ich das nächste Mal runterfliege, würde ich da gern schon einen Shuttle mitnehmen. Irgendwann. Oh, ich falle übrigens mittlerweile, wenn meine Flügel hier oben nicht mehr viel tun. Gut zu wissen. Okay. Also wissen wir jetzt aber auch, es lag nicht ein Trash-Cleanup, sondern... Zum einen muss ich das wieder umstellen. Gut, dass ich nicht dran gedacht habe. Und zum anderen muss ich das... wieder so machen. Der soll ja die nicht löschen. Hoppla. War jetzt ein bisschen lang im Menü. Das ist aber okay. Ist nichts passiert. Dann kann ich für das Schweißschiff... Weil das ist was ich will. Das Teil hier ist mir so wertvoll. Ich will für das Ding einen Hangar. Und zum anderen, da ich das ja jetzt nur noch im All verwende, kann ich das auch mal hübsch machen. Oh, das gefällt. Allein der Gedanke dran, endlich mal ein hübsches Schiff. Meine Schiffe waren ja bisher eher funktionell, nennen wir es mal. Dann können wir auch endlich mal hübsch bauen. Obwohl ich hier das Grunddesign ja schon eigentlich ziemlich cool finde. Mal gucken, was ich damit alles machen kann. Noch 16 Kilometer bis zum Ziel. Und dann wird auch eher früher als später der Zeitpunkt kommen, an dem ich das erste Mal die Gravitation verlassen werde. Aber ich kann euch eins sagen. Wenn ich die Gravitation verlasse, tue ich das nicht unbewaffnet. Das wäre ein Fehler. Bisher musste ich mich ja noch nicht so bewaffnen. Wenn ich mich jetzt mehr im All aufhalte... Muss ich das tun. Ich muss mich bewaffnen. Mein Handy vibriert die ganze Zeit neben mir. Das ist übel. Aber ich habe heute wenigstens dran gedacht, Discord auszumachen. Werde ich nicht genervt. Haha. Ja, und dann sollten wir... Ja, wir sollten als erstes... den Reaktorraum machen. Dass ich Notfallstrom habe. Weil ich werde, wenn ich da mehr mache, deutlich mehr Strom verbrauchen. Du dürftest mal langsam bremsen. Okay, noch ein bisschen näher.
mal gucken. Meine Orientierung von der Base ist immer ein bisschen merkwürdig. Da ist sie. Wee. Ich werde das Schweißschiff jetzt vorübergehend mal da oben auf dem Landepad parken. Zumindest vorübergehend. Und dann muss ich irgendwann gucken, dass ich für das Teil einen ordentlichen geschützten Parkplatz habe. Weil das Ding wird definitiv nicht bewaffnet. Und ich sollte... Nein. Oh, ich muss noch den Trägheitstensor hier ausmachen. Aber ich sollte die so hindrehen, dass die Triebwerke das nicht kaputt machen. Jetzt muss ich mal gucken, nachher, ob ich hier einen Schaden an den Flexen mache, wenn die so nah an den Triebwerke rankommen. Beim Langstreckenfliegen. 9% Sprit haben wir jetzt verbraucht. Das ist für einen von Omikron Wegflug eigentlich ziemlich okay. Parke ich das so? Ja, ich parke das so. Schön. Hallo Orbitalbase. Again. dann machen wir hier mal kurz, das machen wir als erstes. Wir räumen hier mal leer. Mehr hatte ich nicht dabei. Dann kann er hier nämlich mal ein bisschen... Ah, halt. Genau. Ich hätte gern meine Wasserstoffflasche wieder. Ich bin wieder im All. Oh. Ich habe eine Treppe. Lass doch einfach mal meine Treppe laufen, wenn ich sie schon habe. Oh, das ist eigentlich... Das ist eigentlich ziemlich cool. Gefällt das. Gut, ich komme noch nicht weit damit, aber... Hallo, Orbitalbase. Was geht denn? So, du bist mittlerweile vollgeladen. Wir haben so viel Strom. Brauche ich den Reaktor, frage ich mich. Oder baue ich lieber nochmal ein... Ich arbeite jetzt die ganze Zeit hier, ne? Ich mache jetzt hier nochmal... Nein, das wollte ich definitiv nicht. Ich wollte hier eigentlich nochmal 3 Batterien platzieren. Lieber 6 als 3, um ehrlich zu sein. Ich würde die Batterien gern alle gleich haben. Auf der anderen Seite habe ich gerade ein bisschen Quatsch gemacht. Mit Flexen. Das, das, das. Dann haben wir die 3. Was ich mich gerade wundere, woran wie viele Energiezellen halte ich vor? Oh, hier ist Licht aus. Wo sind meine Power Cells? Ich halte doch 80 vor. Oder bin ich irgendwo... Ne, da sind keine drin. Warum hat denn das nicht funktioniert? Ach, hier sind ja auch 20 drin. Deshalb. Ja, vielleicht bin ich auch merkwürdig. Vielleicht bin ich auch merkwürdig. Ja, mein Ausbau des oberen Solarturms, das hat natürlich was gebracht, was den Strom angeht. Ich denke aber trotzdem, dass ich einen Reaktorraum planen sollte. Für den Fall der Fälle. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich werde tatsächlich mal angegriffen. Und ja, ich will hier noch ein bisschen was drüber machen. Aber nicht luftdicht, sondern mehr als Schutz. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die 6 Batterien und meine Solartürme werden zerstört. Dann habe ich verkackt. Und genau das will ich vermeiden, dass das nicht passieren kann. Deswegen hätte ich halt einfach gern eine Notfalllösung. Komm, mach das wohl fertig. Wie sieht es eigentlich sauerstoffseitig aus? 63% insgesamt. Der hier hat 98, der hier hat 29. Huch, was war das für ein Lag? Org Shootabout. Ist das jetzt dein Ernst? Ich bin nicht so groß.
Ich bin doch so groß. Ich habe einen Threadscore von über 1000. Ich würde gern mal alle Antennen ausschalten. Sicher ist sicher. Alter, wenn der mich bemerkt, ne? Wenn der mich bemerkt, dann war's das. Okay, meine Batterien sind fertig. Der kommt mir näher. Oh nein! Da darf mir jetzt kein Ork näher kommen. Wirklich nicht. Ich erlaube das nicht. Ah. Okay, ich muss hier mal noch ein bisschen Platz machen. Da ich ja da den Fußweg rein will. Ich hoffe jetzt einfach, dass der mich in Ruhe lässt. Das Ding ist, ich bin momentan im Grunde bis auf die drei Gatlings da oben unbewaffnet. Aber voll und ganz. So, kann man damit leben? Mache ich hier nur ein bisschen... Ah, hier könnte ich meinen Crop Grower vorübergehend hinstellen. Ah, nein, ich stelle den Crop Grower nicht hierher. Der einzig gute Mensch ist ein toter Mensch. Entschuldigung, ein Omen. Das Shooterboat fliegt aber von mir weg. Im Moment. Können wir das bitte beibehalten? Weil Orks sind jetzt echt das Letzte, was ich brauchen kann. Im Ernst, ich, ich kann mit denen noch nicht so viel an, also machen, ne? Weder gegen sie noch für sie. Ja, doch, für sie könnte ich genug tun. Sterben kann ich gut. Wenn die mich angreifen, dann ist rum. Aber jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich hier schadenfrei davon wegkomme. Kann ich da hinten in... Ja. Aha. So ein bisschen klein arbeiten. An der Base. Ja, Energy low, Sauerstoff low, alles low. Also alles wie immer. Na komm, füll's voll auf. Die Raffinerien, die laufen nicht mehr, ne? Wie sieht's denn eigentlich hier mittlerweile aus? 1,2 Tonnen Magnesium. Noch 778 Kilo Silber. Sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr haben? Gold habe ich genug für einen Sprungantrieb. Für einen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es für zwei reichen würde. Für zwei könnte eng werden. More fighting, less dying. Ja, das ist okay. Du fliegst aber von mir weg. Huh. Das ist ein bisschen beruhigend. Ich hätte hier gern... Mach mal den hier auf Depressurize. Mach mal hier den Raum kurz leer, bitte. Danke. Dann machen wir hier auf. Können hier zum einen mal den Boden schweißen, weil... Wer lässt schon ungeschweißten Boden hier rumstehen? Und da können wir einen... Wenn ich tippen könnte... Den großen baue ich nicht. Kann ich hier einen Soil Tray herstellen? Der sollte theoretisch auch so in der Lage sein, sich Cargo zu holen. Theoretisch. Ja, das funktioniert. Das heißt, ich kann dem hier einfach Dinge in Produktion geben. Wie zum Beispiel... Keine Tomaten, weil ich keinen Dünger mitgebracht habe. Nein, ich habe vermutlich... Habe ich organisches
Wow. Ich habe tatsächlich kaum organisches Material da. Nein, daran habe ich nicht gedacht, dass ich das brauche. Okay, mach mal einen Haufen Dünger. So viel, wie ich kann. Oh nein, kann ich nicht. Ich brauche Schotter. Ich muss Schotter erzeugen. Aug ist mittlerweile über 6 Kilometer weg. Das ist gut. Wenn ich Schotter erzeugen muss, muss ich doch was hier tun. Nämlich den Rotor einschalten. Der Org schreit hier rum. Das ist okay. Dann... Oh, in diesem Bohrloch war ich bereits, ne? Ja. In diesem Bohrloch war ich bereits. Das heißt, ich mache hier Rotor Lock off. Und sage Velocity. Grad. Das ist jetzt relativ ein relativ kräftiger Winkel. Aber so komme ich an mehr Gestein ran und kriege das hier hohl. Und dann kann ich sagen Reverse. Und Reverse. Und dann kannst du dich nämlich langsam ins Gestein vorarbeiten und so komme ich an Schotter ran. Haha. Der Ork verpisst sich. Sehr gut. Nein, ein bisschen Schotter hole ich noch. Von Hand. Ein bisschen Gestein hole ich noch von Hand. Einfach aus Gründen. Ich will gucken, ob der Crop Grower soweit das tut, was er tun soll. Inventar voll. Also das soll er nicht. Wow, dass ich mal das Schotter wirklich benötige, den Schotter wirklich benötige, hätte ich auch nicht erwartet. Und dass ich organisches Material vergesse. Das war auch nicht so der Plan. Okay. Du hast Schotter. Du fängst an zu arbeiten. Das ist schön. Dann... Mach doch mal da was. Bitte. Ja, mecker ruhig weiter. Mecker ruhig. Es wird der Tag kommen. Mit dir habe ich eh noch eine Rechnung offen. Du. Okay. Die Pressurize off. Hier können wir Luft reinmachen, weil der Crop Grower ist definitiv luftdicht. Ich kann hier drin jetzt Dinge produzieren. Das ist ziemlich cool. Okay, und jetzt fängt er an, Tomaten zu produzieren. Weil was ich dann auch brauche, ist ein Food Resequencer, dass ich aus den Tomaten und den Kartoffeln auch was zu essen machen kann. Aber all das und noch viel mehr oder so beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und sage, macht's gut, haut rein, bis morgen und tschüss.